mitten in der Nacht. Ein Gamer vor seinem heißgeliebten Gerät. Und er hört wieder die vertrauten Stimmen in seinem Kopf, die da sagen, lass uns zocken, ja, zocken, zocken. Ja, das war das Teufelchen. Und ein Engelchen, das gibt es nicht. Es gibt da nur noch das andere Teufelchen. Du musst aufnehmen. Los, nimm auf. Wir, deine Abonnenten, die wollen mehr Videos von dir sehen. Ganz viel Spellforce und Gilde und alles andere auch. Ja, das ist die Geschichte meines Lebens. Nein, nicht ganz. Ich begrüße euch jedenfalls zu diesem etwas ungewöhnlicheren Video. Ich werde hier hinten irgendwelche Szenen einblenden, die ich, oder irgendwelche Bilder oder so, die mir gerade so einfallen. Und ja, dieser Anfang war ein wenig von, Jan Hegenberg geklaut und... Ich hoffe mal, ich kriege diese Audiodatei hier so einigermaßen hin, dass sie sich nicht ganz so übersteuert und so teilweise anhört, weil, ja, es ist halt so, weiß nicht. Ich habe ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Mikrofon und ja, ich habe gerade schon die, das Mikrofon so ein bisschen runter gemacht, dass ich nicht mehr da direkt reinspreche, weil dann ist es wirklich sehr laut, wie ich finde, und... Ich denke gerade darüber nach, die ganze Sache nochmal neu aufzunehmen, aber eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte ja eigentlich wie im Let's Play recht frei sprechen und das ebenso tun. Ja, was gibt es denn da noch zu sagen? Es ist 2.33 Uhr an diesem 29.07.2015 und ja... So ist es halt. Und da kann man eben nichts... Also daran kann ich jetzt nicht ändern, dass es diese Uhrzeit ist. Bei euch ist es jetzt höchstwahrscheinlich eine andere Uhrzeit. Also nicht jetzt, während ich das aufnehme, sondern jetzt, während ihr das guckt, weil das ist allein so von dem, wie das alles so funktioniert, unmöglich, dass das dasselbe ist. Ist, glaube ich, relativ offensichtlich, oder? Ich denke einfach mal, dass das so relativ offensichtlich ist. Und ich rede wieder irgendwelchen Schwachsinn, aber ihr seid ja von mir nichts anderes gewohnt. So, was nun das Thema dieses Videos ist, ist, wie geht es mit meinem Kanal und so weiter weiter. Und ich hatte mal, vor 2-3 Wochen eine kleine Auflistung gemacht. So meine ganzen YouTube-Projekte und was denn daraus geworden ist und so weiter und so fort. Und darüber will ich jetzt hier mal ein wenig reden. Ich habe die dann in mehrere Kategorien eingeteilt. Also zuerst in die Kategorien realisierte Projekte, also Projekte, die tatsächlich richtig gestartet sind. Auch wenn sie vielleicht eben nur unvollendet sind, dann eben Projekte, die ich lediglich unter angefangen zähle, wo ich vielleicht nicht ganz so viel Leistung reingesteckt habe, die eben auch nicht ganz so auf meinem Kanal angekommen sind, also angekommen im Sinne von, da habe ich fest was gemacht, wobei ich das eine davon vielleicht nicht mit ganz reinzählen würde, aber kommen wir gleich zu. Und dann tatsächlich angekündigte Projekte, die ich zwar, also angekündigte Let's Play Projekte, die ich zwar angekündigt habe, aber die so nie gekommen sind. Ja, es ist auch, es ist halt so. Naja, gehen wir erstmal zu den realisierten Projekten. Ich bin einfach mal meine sämtlichen Videos, die ich auf YouTube geuploadet habe, chronologisch durchgegangen und habe immer den ersten Part oder halt je nachdem, wann der erste Part erschienen ist. Aus dem Grund könnte jetzt diese Reihenfolge etwas seltsam erscheinen, aber naja, eigentlich auch nicht. Naja. Also, zuerst stünde da Knights of Honor
65 Videos. Es ist abgeschlossen, aber unvollendet. Das heißt, ich habe das Projekt zwar so abgeschlossen, weil ich gesagt habe, hier ist zu Ende, auch wenn es einige gibt oder einige Kommentare gibt, die sagen, hier, mach das doch mal wieder. Würde ich auch sehr gern, aber da brauche ich eine Möglichkeit, das auch aufzunehmen. Und diese Möglichkeit suche ich bislang vergebens. Ich habe es ja hier mit so einer Monitor Capturing Software aufgenommen. Ob das nochmal so funktioniert, das weiß ich nicht, aber wenn sich das jetzt viele wünschen, auch hier in den Kommentaren unter diesem Video, dann könnte ich das natürlich tun. Hierbei sei jetzt noch kurz angemerkt, dass es inzwischen eine Möglichkeit gibt, Knights of Honor aufzunehmen. Also es ist möglich, wenn ihr euch das wünscht. Dann weiterhin haben wir natürlich Spellforce. Hier bin ich mir mit den Zahlen gerade ein wenig unsicher. Und zwar, also ich habe mir aufgeschrieben, es sind 256 Parts. Aber ich könnte mich auch verschrieben haben und es sind eigentlich 268 Parts. Ja, das ist halt so die Sache. Warte, wisst ihr was? Hier live im Video suche ich das jetzt einfach mal. Also ihr seht nicht, wie ich das suche, aber ich suche es. Naja, es sind 258 Parts. Also werde ich das gleich mal hier in meiner Tabelle aktualisieren. Weil ich will ja nichts Falsches erzählen. Spellforce kann ich bereits ankündigen. Ich weiß, Ankündigungen auf meinem Kanal sind absolut gefährlich. Spellforce wird es wieder geben. Im Spätsommer. Wann auch immer das sein wird. Oder wann auch immer der Spätsommer ist. Aber Spätsommer in diesem Jahr wird es wieder Spellforce geben. Punkt. Mehr sage ich zu Spellforce nicht. Aus dem zum Plan kommen wir sowieso noch. Das ist dann weiter weg. Dann haben wir das Let's Jump Together mit Octavius 145 und Super Slayer 330. Das war lustig. Das war ziemlich lustig. Wie ich mich erinnere. Das waren sechs Parts. Und es ist zwar auch abgeschlossen, es war in sich so geschlossen, aber unvollendet, weil die Map ging eigentlich noch weiter. Und wir haben es nur bis zu einem bestimmten Punkt geschafft. Ja. Dann das Game of Thrones Roleplay. Also das RPG zu Game of Thrones. 96 Parts aktuell. Also inklusive DLC. Und es ist unvollendet. Da fehlen allerdings eigentlich nur zwei Sachen. Kommen wir später zu. Let's Settle Minecraft, abgeschlossen, aber unvollendet. Ja, das ist halt Minecraft mehr oder weniger Let's Play gewesen. War auch cool. 64 Parts. Und es war dann halt irgendwann einfach vorbei, weil, ja, wir hatten dann, also ich hatte dann auch manchmal so ein bisschen keine Lust mehr, das weiterzumachen und es hatte sich dann irgendwie verloren. Wir hatten auch ein bisschen was erreicht und, ja, okay. Was zeigt mir Audition hier an? Die Abtastraten der Geräte stimmen nicht überein. Überprüfen Sie die Voreinstellungen für die Audio-Hardware. Naja. Dann tatsächlich etwas, was abgeschlossen ist, und zwar war das erste Spellforce PvP Special. Neun Parts, abgeschlossen. Das war halt so. Waren, glaube ich, zwei Spiele. Und ja. Dann Left 4 Dead, 17, habe ich 17 plus 1 aufgeschrieben, weil da ein Bonusvideo dabei war, was ich nicht direkt als Part zähle. Ist ebenfalls unvollendet, obwohl Left 4 Dead ja ein Spiel ist, was mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht oder Spaß gemacht hat. Aktuell spiele ich ja nicht mehr so viele Shooter, mal von Spec Ops The Line mal abgesehen. Dann Die Gilde 2. 31 Parts, abgeschlossen, perfekt. Ist das meistgeguckte Let's Play hier auf meinem Kanal und es gibt wahrscheinlich so einige, die mich wegen diesem Let's Play abonniert haben. Und zu Gilde 2 sage ich mal noch nichts, weil das steht absolut noch in den Sternen, ob da etwas kommt. Aber auch für die Leute, die eben das Gilde 2 Let's Play gucken und immer wieder gucken und mich vielleicht deshalb abonniert haben, vielen, vielen Dank, weil ja.
Es sind quasi so, ihr seid es im Prinzip, die mich dazu bringen, auch noch so mit YouTube eben weiterzumachen. Wobei, ich mache das ja eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich YouTube nicht für euch, sondern für mich. Es ist mein Hobby, es macht mir Spaß. Und ich freue mich dann nur, wenn andere auch daran Spaß haben. Aber eigentlich mache ich ja YouTube für mich, weil ich gerne spiele und dann auch dazu reden, spielen und reden. Das sind so zwei Dinge, die ich relativ gut kann. Also ich kann stundenlang Leute zuquatschen, wie ihr auch jetzt gerade seht. Das Video geht schon über 10 Minuten. Naja, aber Gilde. Gilde ist halt Gilde. Wird auch, wenn es wieder kommt, natürlich wieder ein Multiplayer-Projekt, weil was anderes geht ja gar nicht. Ich habe mich ja sowohl in Spellforce wie auch in Gilde immer so ein bisschen darin ausgezeichnet, dass es halt Multiplayer-Projekte waren, was es bei anderen nicht waren. Und dann insbesondere in Gilde zu viert. Es war ja lustig. So, dann Minecraft Settlement Project. 82 Videos abgeschlossen, aber unvollendet. Abgeschlossen in dem Sinne, naja, es ist halt, naja, abgeschlossen ist auch, kann man so ein bisschen in Klammern sehen, weil so richtig abgeschlossen ist es nicht. Wir haben ja da so ein bisschen was Schönes, aber ja, wäre eigentlich schön, wenn es dann noch, wenn das weitergehen würde. Allerdings bräuchte ich dazu noch ein etwas weiterführendes Konzept und das habe ich aktuell einfach nicht. Und das ist schade, aber irgendwie, ja, also das Konzept, was wir am Anfang hatten, reicht nicht mehr, um das Projekt angemessen weiterzuführen. Da wäre also noch ein bisschen mehr Arbeit und Arbeit ist gleich Zeit nötig. Und die gebe ich ganz ehrlich zu, die habe ich teilweise auch nicht, insbesondere jetzt nicht in dem letzten Jahr so mit Studium und so. Und naja, es ist wie es ist. Und ja, dann Stanley Parable, weiß nicht, ist vielleicht den realisiert ein bisschen seltsam, weil es sind vier Videos, zwei Demo-Videos und zwei normale und naja, ist unvollendet natürlich. Dann ein weiteres abgeschlossenes Projekt sind die Warcraft 3 Tower Defense. Das hatten wir mal während einer LAN-Party, hatte ich das mit aufgenommen. Und es war dementsprechend cool. Also, es hat Spaß gemacht. Fünf Parts halt nur und so. Dann hätten wir Banished, also die erste Staffel von Banished. 13 Parts. Unvollendet. Ja, gibt's nicht viel zu sagen. Ich hatte mich so sehr auf dieses Spiel gefreut, wollte es unbedingt let's playen und dann. Dann das. Dann ist da mein erstes Dorf abgekratzt. Das zweite Dorf, da hatte ich irgendwie keine Ahnung. Und dann den Anschluss verloren und nicht mehr aufgenommen. Und tut mir leid, aber ja. Was steht hier? Ah ne, okay, gut. Ich hatte nur gerade was geguckt. Dann League of Legends. Sind ja auch 17 Videos, die da auf meinem Kanal kommen. Ist halt, ja, ich spiele League of Legends sehr gerne. Ist eins aktuell meiner meistgespielten Spiele, weil da spielt man halt am Tag. Also ich spiele aktuell am Tag so ein, zwei Spiele. War auch in manchen Zeiten anders. Da waren es am Tag teilweise 12 Spiele oder 10, also 10 Spiele oder mehr. Das war dann auch schöne Zeiten. Das will ich nicht bestreiten, aber League of Legends war so einer der Gründe, dass meine Let's Plays weniger geworden sind. Und ja, es ist einfach so. Dann hätten wir Game Dev Tycoon. 46 Folgen, unvollendet. Wird noch vollendet. Ja, das sind so die. Zumindest jetzt vor meinem Neustart, wo dann quasi OpenTDD und Banished ja wieder dazugekommen sind. Und Spec Ops The Line natürlich. War das so die Projekte, die ich realisiert hatte. Also, ja, was ich so unter realisiert bezeichne. Weil dann gibt es noch diese angefangenen Projekte, die aber nie so wirklich Teil des Kanals waren, könnte man sagen. Dazu gehören Watch Dogs. Weiß nicht, ich war von diesem Spiel irgendwie gehypt und dann hat es mich. Und dann konnte mein PC damit nicht ganz so richtig umgehen und dann hat es mich enttäuscht, so ein bisschen auch. Und ja, naja, wird zu verschwinden, schätze ich mal.
Ich spiele nämlich aktuell mit dem Gedanken, hier diese Videos, die ich jetzt nicht mehr so mag, von meinem Kanal runterzunehmen. Also keine ganzen alten Let's Plays, zum Beispiel Knights of Honor, auch wenn ich genau weiß, dass die ersten Folgen da eine beschissene Qualität hatten, sowohl vom Kommentar als auch von der Videoqualität und Tonqualität und so weiter. Und auch Spellforce ganz am Anfang, muss ich doch sagen, dass das einfach zu meinem Kanal gehört. Aber so manches Zeug, das ist einfach, nee. Ja, dann Sandcraft, das war auch halt so ein bisschen Server, auf dem ich eigentlich gar nicht so viel aufnehmen wollte. Ja. Dann World of Warcraft, hat eine absolut, also da habe ich es mit der Aufnahme- und Tonqualität absolut verbockt. Und ist eigentlich, zähle ich nicht mitunter wirklich realisiert, weil da habe ich jetzt nicht so viel Leistung oder so reingesteckt und ja, würde ich einfach nicht mit darunter zählen. Cliffhorse, naja, das ist sowieso, war sowieso mehr ein bisschen Troll-Ding. Heroes of the Storm könnte man auch so ein bisschen, naja, ist halt auch nur angefangen. Genauso wie das Game of Thrones Telltale Game, wo ich die erste Episode so ein bisschen gespielt habe oder gespielt habe und aufgenommen habe, aber dann halt die anderen Episoden eben in Anführungszeichen noch nicht. Muss ich sehen, ob ich es noch mache und naja. Und dann drei Dinge, die ich bemerkt habe, die ich angekündigt habe, teilweise sogar groß angekündigt habe und die dann aber nie gekommen sind. Das sind drei, wie gesagt, drei Stück. Zum einen Sid Meier's Civilization 5. Hatte ich angekündigt, auch als Multiplayer-Projekt mit verschiedenen anderen. Hatte sogar ein Part 000 hochgeladen, wo ich die Staatsoberhäupter vorgestellt habe und ihre Fähigkeiten. Nur, ja, ist dann nie etwas gekommen. Das hing unter anderem auch mit der Sache zusammen, dass man für sein Multiplayer-Projekt natürlich auch eine ganze Menge Leute gleichzeitig an einen Ort, also gleichzeitig so zusammen organisieren muss. Das ist halt immer so eine Sache bei Multiplayer. Dann das zweite Spellforce PvP-Special. Das hatte ich auch angekündigt und das sollte es auch geben, aber ich hatte irgendeine Bedingung daran. Ach ja, genau, ich hatte es an die Bedingung geknüpft, dass wir dann auch alle in Spellforce Stufe 50 sind. Ja. Da das Spellforce Let's Play auch im Sande verlaufen ist, kam es ja dazu nie. Und dann natürlich das Spiel überhaupt. Oder das etwas, was auch immer noch mal, was auch dieses letzt vergangenes Jahr noch einen schönen neuen Patch erhalten hat, damit es noch besser läuft, die Gilde 2 Renaissance. Sind wir wieder beim Thema Gilde 2. Würde ich auch sehr gern wieder als Multiplayer Let's Play machen, aber naja, alles braucht seine Zeit und seine Vorbereitungszeit und aber die Zeit dieses Spiels wird kommen. Ist nur die Frage, wann. So, da sind wir bei dem, was war und was angefangen war und was hätte sein können. Und jetzt sind wir beim Plan. Ein Plan, den ich mir gemacht habe. Und dann steht noch, also es gibt zum einen den Plan mit so verschiedenen Projekten. Dann gibt es eine Kategorie, die heißt später, die euch mit Sicherheit auch brennend interessiert. Und dann noch mögliche Projekte, wo ich mir gesagt habe, das könnte ich mir von den Spielen, die ich aktuell habe, als Let's Play durchaus vorstellen. Natürlich erst, nachdem ich ein bisschen was vollendet habe. Und nicht von jetzt auf gleich. Außer ihr wünscht euch das natürlich von jetzt auf gleich. Dann würde ich dem, glaube ich, auch eventuell nachkommen. Da wäre zum Beispiel im Plan OpenTDD. Wurde ja angefangen mit Sandbox und ja, dieser Teil des Plans wurde also schon umgesetzt. Ich mache also nicht nur einen Plan und verwerfe ihn dann später wieder, weil ich einen neuen Plan habe, sondern ich setze diesen Plan tatsächlich um.
Und die Länge dabei des Let's Plays ist offen. Keine Ahnung, bis wann. Ich habe aktuell zu dem Zeitpunkt hier sind 32 Folgen aufgenommen. Die ich noch alle, also gerendert sind sie schon alle, hochgeladen auch, aber ich muss sie noch alle, also Beschreibung, Titelbeschreibung, Tags und so weiter machen. Und da ich ja jetzt in die Beschreibung immer einen schönen Text schreibe, ja, wahrscheinlich in diese Beschreibung auch, aber ich kann noch nicht sagen, was da unten in der Beschreibung sein wird. Kann ich wirklich nicht. Kein Plan. Dann Game Dev Tycoon habe ich so zur Länge maximal 20 weitere Folgen, weil ich das Begonnene beendet habe. Ich will diese letzten beiden Errungenschaften. Oder zumindest eine der beiden. Weil das kriege ich hin. Ich kriege es hin. Und wenn es halt noch 20 Folgen dauert, ich kriege es hin. Ich werde es hinkriegen. Auf jeden Fall. Dann League of Legends sollen nur noch so Zusammenschnitte und Specials und so weiter kommen. Und vielleicht, wenn es halt mal irgendwie im Hintergrund läuft, während ich irgendwas erzähle oder so, wie hier könnte ich, wenn ich daran denke, das rein theoretisch jetzt auch gerade im Hintergrund irgendwas laufen lassen. Und naja, aber halt nicht hier während des ganzen Videos, weil wir reden ja hier über sehr viele Spiele und nicht nur über League of Legends. Dann wäre da Banish, die zweite Staffel. Auch wenn sie etwas unschön angefangen hat, geht es ja jetzt doch stetig weiter. Da habe ich auch schon ein ganzes Stück aufgenommen, auch wenn ich wieder aufnehmen muss. So bald, so noch vor der Gamescom. Aber zur Gamescom kommen wir später. Ich sehe mich hier dann schon, ich sehe dieses Video schon eine halbe Stunde lang werden. Na toll. Ja, aber Banished ist auch offen. Es ist halt kein Spiel, was so ein direktes Ende hat, außer man stirbt aus oder man hat keinen Platz mehr. Das sind so die beiden Dinge. Aber da wir auf einer großen Karte spielen, ist kein Platz mehr haben recht schwer zu erreichen. Dann hätten wir Spec Ops The Line. Eins der krasseren Spiele, die ich so spiele, weil hat eine, wie gesagt, also wie ich in dem Let's Play selbst auch schon gesagt habe, ist halt ab 18 Jahren erst und sämtliches Schauen auf eigene Gefahr. Ja, das wird allerdings nicht lang sein, das Let's Play. Ich schätze nicht mehr als 30 Folgen. Also, wenn überhaupt, vielleicht sogar nur 20 Folgen oder weniger. Weil die Kampagne, die spielt sich halt recht fix durch, vor allen Dingen, wenn man das Spiel schon kennt, wie ich. Und ich spiele jetzt auch nicht auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, dass ich ständig sterbe. Ich bin schon ein paar Mal gestorben, aber ja. Genau. Und das ist auch schon, sind auch schon ein paar Folgen aufgenommen, allerdings muss ich die als nächstes noch rendern. Ja, das wird ja lange dauern, weil 1080p, 60 Frames, das ist aktuell mein Qualitätsanspruch. So, dann hätten wir noch die beiden Game of Thrones Spiele. Für das eine, also für das Game of Thrones RPG, was aktuell läuft, wäre da eigentlich nur noch zwei Folgen angedacht. Zum einen das Finale des DLCs, wenn ich diesen Scheiß und diesen blöden Kampf endlich mal schaffen würde. Weil ich glaube, dann ist das DLC schon zu Ende. Ich wüsste zumindest keinen Grund oder keine Möglichkeit, wie das noch weitergehen kann. Und dann noch ein anderes Video, in dem man alle Enden des normalen Spiels sieht. Alle fünf. Wollte ich ja auch noch ein Video machen. Ja, und dann das Telltale-Game von Game of Thrones. Das ist halt, ja, habe ich halt auch schon was aufgenommen, aber so richtig zufrieden bin ich damit eigentlich auch noch nicht. Aber wann das kommen wird, weiß ich noch nicht. Also alles hier ohne Zeitangaben. Ich weiß halt noch nicht, wie ich so mache und meine Videos werden im Gegensatz zu früher sind es ja immer 18:30 Uhr und 19:30 Uhr gekommen. Jetzt habe ich mir so gesagt, der hier ein bisschen eher wäre vielleicht günstiger. Bin jetzt auf 16:30 Uhr und 17:30 Uhr umgestiegen. Wenn ihr vielleicht noch wollt, dass sie noch eher kommen, dann schreibt das doch auch unten in die Kommentare. Auch, naja, ich hoffe mal, dass genügend Leute sich dieses Video bis zu dieser Stelle angeschaut haben.
Und wenn Sie es getan haben, dann vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Und ja, ich werde definitiv dann versuchen, zumindest, außer es geht mir absolut gegen den Strich, auch auf eure Kommentare zu hören und euer Feedback ernst zu nehmen und so weiter. So, dann zwei Dinge stehen ja bei später, die also im Plan sind, definitiv zu spielen, aber eher später als jetzt. Das wären Spellforce. Wie gesagt, Spätsommer. Das ist in meiner Hinsicht, aus meiner Sicht nach später. Also, so Spätsommer ist für mich ab, was sagt man so, Mitte August. Ist bei mir dann, bei mir ist ab Mitte August ist dann bei mir so Spätsommer. Ich sagte ab Mitte August. Nicht Mitte August, sondern ab Mitte August. Das heißt, der geht dann natürlich auch noch weiter. Und ich werde nicht sagen, wann der Spätsommer endet. Vielleicht endet der Spätsommer auch erst im Januar. Oder noch später. Das kann ja alles sein, ne? Ihr versteht, was ich meine. Ja, für Spellforce gäbe es die Sache, es sind eventuell, ich spiele mit dem Gedanken, mit anderen Charakteren zu spielen. Wir haben ja aktuell hier unseren General Cross, aber mit dem wir auch viele Abenteuer erlebt haben. Aber ich überlege quasi einen kleinen Restart zu machen, ab Stufe 30. Und da dann irgendwie mit einem anderen Charakter zu spielen, weil unser aktueller Charakter ist ein wenig nicht, hat keinen richtigen Fokus, ist damit auch ein bisschen schwächer als zum Beispiel als die fokussierten Charaktere der unserer Mitspieler, und das gefällt mir irgendwie nicht, muss ich ehrlicherweise so sagen. Das gefällt mir einfach nicht, dass mein Charakter ja dadurch so ein bisschen deutlich schwächer ist. Und ja. Schreibt einfach mal dazu. Ich weiß, ihr müsst wahrscheinlich entweder einen romanlangen Kommentar schreiben oder 50 kleine Kommentare, um hier auf alles zu antworten, aber tut mir leid, ist eben so. Und das andere Spiel, was hier bei später steht, ist Die Gilde 2 Renaissance. Aber da steht eigentlich auch doch so gut wie nichts fest. Außer eine Person, die definitiv dabei ist. Genauso wie bei Spellforce eine Person definitiv dabei ist. Aber der Rest ist da relativ offen bei beiden Projekten. Und die Personen, die was feststehen, sind unterschiedlich. Das ist wichtig zu wissen. Ja, und bei möglichen Projekten steht noch Civilization 5, A Game of Thrones Genesis, Cities Skylines, Castle Story, Portal 2 und jeweils mit einem Fragezeichen dahinter Spellforce 2 und GTA 5. Aber mit einem großen, fetten Fragezeichen dahinter. Ein Fragezeichen, das den ganzen Tag nur Kuchen und Süßigkeiten frisst und es halt mega, mega fett ist. Mit so einem Fragezeichen. Ja? Wenn es gelb wäre und den Hügel raufkommt, könnte man denken, die Sonne geht auf. Also so eine Fragezeichen-Sonne. Aber das ist der Punkt. Oder der Punkt zum Fragezeichen. Meine Wortwitze waren auch schon mal besser, glaube ich. Oder waren sie das? Eigentlich nicht. Ich kann mich nicht erinnern, jemals gute Wortwitze gehabt zu haben. Vielleicht waren sie auch nicht besser. Vermutlich nicht. Ja, da sind wir damit durch. Ich habe so alles Mögliche erzählt. Hier von meinen eventuellen Plänen. Habe jetzt hier eine halbe Stunde, fast eine halbe Stunde lang durchgesprochen. Anstelle das in einem Feldlog zu machen, mache ich das hier mal so in der Nacht und
direkt an meinem Headset und so. Da habt ihr auch nicht das Rauschen vom Wind und so weiter. Und ich werde das dann hier noch mit irgendwelchen, wie gesagt, mit Bildern und so Szenen aus Spielen und so weiter unterlegen müssen. Vermutlich auch aus. Also vermutlich werde ich dazu auch hier von meinem Let's Play, von meinen Let's Plays halt Szenen nehmen. Insbesondere wenn es halt um die jeweiligen Spiele geht. Oder Thumbnails oder was auch immer. Ich weiß es noch nicht. Ich werde das irgendwann diese Woche machen. Und an dieser Stelle, das habe ich im Video natürlich vergessen, aber an dieser Stelle noch einmal der Punkt. Ich bin auf der Gamescom 4 Tage lang, von Mittwoch bis Samstag. Das werden 4 verdammt anstrengende Tage, und wenn ihr irgendetwas speziell über die Gamescom oder so wissen wollt oder euch mit mir treffen wollt oder so, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Und ich habe einen Fachbesucherausweis, das heißt, ich kann auch zur Not in das Business Area, falls euch da etwas interessiert. Ich kann euch da natürlich nicht so mit reinnehmen, aber so quasi mit reinnehmen, wenn ich dort irgendwas filme und dergleichen, weil dort werden ja auch genügend Journalisten sein und so weiter und so fort. Ja, also Gamescom bin ich jetzt im Video nicht drauf eingegangen, wollte ich hier noch anhängen. Wenn irgendwas ist, ab in die Kommentare, oder wenn ihr mich in Skype oder wo auch immer habt, schreibt mich direkt an oder auf Twitter, wo auch immer. Ich werde immer versuchen, irgendwie zu antworten. Und ja, das war's da eigentlich. Ja, das war's eigentlich. Ich bedanke mich sehr für euch, fürs Zuschauen. Ich warte gespannt auf euer Feedback. Und was gibt es dazu noch zu sagen? Natürlich, wenn ihr interessiert seid und so weiter. Und mir jetzt 1/2 Stunde zugehört habt, obwohl ihr mich noch nicht kennt, dann Riesenrespekt, weil ja, und abonniert meinen Kanal. Weil ich erwarte eigentlich so ein bisschen nur so ein bisschen nur meine Abonnenten, das hier zu gucken. Ja, es ist halt so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Das ist, oh Gott. Es ist spät oder früh. Wie auch immer, je nachdem, wie man es sieht. Und nochmals vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Und ich hoffe, dass ich mich nicht allzu oft wiederhole. Jetzt hier im Abspann und auch nicht während des Videos allzu oft wiederholt habe. Man hört voneinander. Tschüss.